6 Mal bis jetzt gegeneinander gespielt. 3 Mal hat Neffels gewonnen, 3 Mal Schönenwert. Maela hoch zum Punkt, zum Satzgewinn. Maela, die eine Zahl besonders liebt, 3,67, das ist die Sprunghöhe, also so hoch kommt er mit den Händen, wenn er voll abspringt. 3,67 Meter. Ein bisschen weniger, aber nützt doch auch ab und zu. Maela auf die Linie gehämmert, man kann es nicht anders sagen. Ilja Goldrin hat da keine Chance, noch etwas zu verteidigen. Maela mit der Faust. Blockpunkt für ihn. Erster Blockpunkt für Schönenwert in dieser Partie. Auch da ist er erfolgreich. Gold wieder mit einer Verteidigung. Maela hoch in den Block. Gold wieder mit einer Verteidigung. Maela. Wieder auf Mirko Gerson gespielt, diesmal die Annahme perfekt. Und Maela mit dem Punkt. Und was wir auch sehen übrigens bei Neffels, sie haben den Libero auf der Position 6, also hinten in der Mitte. Lorenz Köhn. Hoher Ball, Maela. Das ist genau das, was er möchte, was er will. Er hat ja mit seinem Vater trainiert. Sein Vater war sein einziger Trainer, war gar nicht in einem Club. Und er hat ihm einfach immer hohe Bälle gegeben. Bekommt da wieder einen hohen Ball. Und macht den Punkt. Via Block ins Out, sagen da die Schieds und der Linienrichter. Schwarz sagt out. Fall ist. Die Schiedsrichter sagen ebenfalls out und deshalb Punkt für Schönenwert. Gutes Service, ein Ass. Ich hatte schon den Eindruck, der Ball sei etwas weit vorne aufgeworfen worden von Maela. Springt aber voll rein, zieht durch und macht das Service-Ass. Gute Annahme von Luca Ulrich. Und jetzt ist er wirklich am Fliegen, Maela. Diesmal aus dem Hinterfeld. Genießen wir noch einmal, wie er da angeflogen kommt. Ein TikTok-Kick für die gegnerischen Teams, er weiß zu servieren. Hier natürlich komplett andere Situation. Viel höher und auch das Licht ist besser und gleich das nächste Ass. Maela. Diesmal gegen Ilja Goldrin. Ropponen und Köln können das bessere Blockteam als Schönenwert. Maela mit dem Ass gegen den Libero Lorenz Küng. Der Neffels Libero, der annehmen muss wie kein zweiter Spieler in der Schweiz. Er wird extrem gesucht. Über 500 Bälle muss er bereits annehmen in dieser Saison. Diesmal ging es nicht über Küng, aber
Mahela. Die beiden Beach-Profis gegeneinander, sozusagen Behler gegen Gerson. Besseres Ende für Mirko Gerson und dann der Abschluss im Gegenangriff von Maela aus dem Hinterfeld. Gab's da beim Service von Reto Giger. Annahme okay. Hoher Ball auf Nico Behler. Wird verteidigt. Die Chance ist da. Mahela sorgt dafür, dass Schönenwert im Playoff-Final steht. Licht aus passt natürlich überhaupt nicht, denn da brennt der Baum in Schönenwert.